Jörg Reber, wie schmerzhaft ist die knappe Niederlage jetzt in Zürich? Ja, verlieren tun wir nie gerne. Ich glaube, Zürich war heute sehr gut. Wir hatten Mühe gehabt. Wir waren irgendwo dazwischen ein bisschen überfordert. Am Schluss ist 1-0. Es war gleich noch knapp. Wir hatten am Schluss noch die eine oder andere Möglichkeit, gehabt, um vielleicht noch den Ausgleich zu machen. Aber ich glaube, über das ganze Spiel gesehen, heute war Zürich besser. Dafür konnte er heute neben mir Erfolg verbuchen. Der Heinz Ehlers bleibt auch im nächsten Jahr Tigers Trainer. Wie froh seid ihr da drüber? Ja, sehr froh. Wir konnten einiger herbringen. Und, ich glaube, es ist gut für die ganze Unternehmung. Es ist gut für die Kontinuität. Wir werden auch nächste Saison nicht grosse Wechsel haben im Team. Und so können wir zusammenbleiben. Und ich hoffe, dass wir dort noch einmal einen Schritt können, vorwärts machen können. Hätte er lange müssen mit dem Heinz Ehlers darüber diskutieren? Ja, lang. Seit November war man immer im Kontakt. Man hat mit ihm ein Gespräch geführt. Es hat von seiner Seite auch nicht extrem gestresst und von unserer Seite auch nicht. Und jetzt, glaube ich, sind wir zu einem Zeitpunkt gekommen, wo wir das abschließen können. Und wir sind sehr froh, dass er bei uns bleibt.